Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz. Ich verlese Ihnen das Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Abstimmung in der zweiten Beratung über den aus den Gesetzentwürfen der Gruppe Heike Behrens, Dr. Janosch Dahmen und weiterer Abgeordneter und der Gruppe Dieter Janicek, Gide Jensen und weiterer Abgeordneter zusammengeführten Entwurf eines Gesetzes zur Pandemievorsorge durch Aufklärung, verpflichtende Impfberatung und Immunisierung der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 in der Ausschussfassung, Drucksachen 20.899, 20.954 und 20.1353. Abgegebene Stimmkarten 683. Mit Ja haben gestimmt 296. Mit Nein haben gestimmt 378. Enthaltungen 9. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung dieses Gesetzentwurfs.